Ja, dann kannst du ja nochmal die Zeitung jetzt lesen. Wochengeschehen nachlesen. Wahrscheinlich sagt sie, schade, dass du nicht zu meiner Party gekommen bist. Ja, ganz ehrlich, ich meine. Ich stehe hier. Wer hat jetzt gekocht? Oh Gott, hat's der Müller, ey. Gerade so gut gegangen wahrscheinlich. Ja, crazy. Also wenn sie sich irgendwie hier, wenn sie mich hier beleidigt, warum ich nicht gekommen bin. Erstmal kennen wir uns kaum. Davon ganz abgesehen. Also eigentlich gar nicht halt. Ich habe gerade runtergefahren. Ja, Amateur-Olympiade. Das Stadionkomitee hat alle Sims ausgeachtet. Das war ja das. Da wollten wir eigentlich hin am Samstag. Es wird aber auch hin. Das ist den nächsten Tag. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Und bin ich so müde so nach der Arbeit. Ja, irgend so ein Pferd-Scheiß. Das interessiert mich eh nicht. Dann geh ins Bett. Wer spielt jetzt eigentlich wieder? Hotspot. Ja, das ist mir klar, dass es die Schinderei ist. Ah, schön. Zenobia ist gerade im Park. Halbe Stunde Party, ey. Ist anscheinend gar keiner gekommen. Hat sich gedacht, boah, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Geh ich in den Park. Hä, hast du jetzt beide schon durchgelesen, Nikos? Wir haben jetzt doch Wochengeschehen gelesen. Wochengeschehen und Lesen. Oder hast du über das eine Lesen? Man weiß nicht. Oh Gott, wie guckst du denn? Hast du gerade geschielt? Frames hängen ein bisschen. Ach, das war das mit dem Pferd. Ja, dann war das beides schon. Dann haben wir beides schon gelesen komplett. Okay. Nee, ist ja gut. Ja, ja, genau. Ja, ja, unangefochtener Hochsport. Ja, ist logisch, weil es gibt keine schönen Schuhe, steckst du. Weil es gibt ja keine anderen. Wir müssen mal ein paar Diskotheken bauen oder irgendwie Kneipen oder so. Das muss ich mal machen. Was ist Wettervorhersage? Bäuer nicht. Tier aus Tier haben wir bestimmt nicht. Ermäßigte Kurse suchen. Kannst ja mal gucken. Vielleicht ist ja da irgendwas mit Charisma. Dann könnten wir gleich ein bisschen aufputschen. Geschenk machen. Genau. Ich schenke jetzt irgendwem die Zeitung. Ist eigentlich eine gute Idee. Können wir eigentlich machen. Können wir mal der Kimno schenken. Wenn sie nicht stirbt. Gitarrenunterricht. Ja, das würde ihn freuen, aber Geschenk machen. No. Freut sie sich bestimmt. Wir könnten es auch das nächste Mal schenken, was vielleicht der Dingsi-Bumsi, der Öko-Frau, kann seinen neuen Kompost damit anfangen. Jetzt spülst du erstmal ab, ne? Ey, Kim. Ich will dir. Ich würde dir gerne. Danke. Ich würde dir gerne eine Zeitung schenken. Kim. Hier. Zeitung. Zeitung. Da, schau mal, ein Geschenk für dich. Ey, jetzt sagt 100% Zenobia, dass ich nicht gekommen bin. Sie kennt mich nicht gut genug, um dieses Geschenk von mir zu nehmen. Blare. Oh, Liane ist das. Klar. Ja, dann schmeiß einfach weg, wenn keiner das Geschenk haben will. So. Hat man zwar hinnehmen können, kann er auch irgendwie noch lesen. Aber egal. So, wer möchte als nächstes? Achso, wir müssen unbedingt Baby der Liane in den Bauch drücken. Aber wir sollten jetzt erstmal schlafen gehen. Wir müssen morgen arbeiten. Charisma sollten wir auch noch aufbauen. Reden eben. Auf einem Teich Schlittschuh laufen mit Kim Noh. Nee, auf welchem Teich? Kim Noh darf noch nicht mal das Haus verlassen. Also wie soll das laufen? Hatte nicht noch irgendwer irgendwas offen hier? Oder sind diese Gelegenheiten, sind glaube ich auch raus, ne? Weil ich hier aktive Familienwechsel und sowas gemacht habe. Ich spring mal ein bisschen vor hier. So, und bevor du einschläfst, kannst du bitte nochmal Charakter üben jetzt hier? Oh, und bitte nicht alle Betten jetzt voll sein. Das wäre irgendwie blöd, da muss ich ein bisschen drauf achten.
Drei sind noch frei bisher. Kamuk! Nerk. Nerk. Das ist ja alles, ne? Shibo. Nibagi. Ja, also ich würde dir alles abkaufen. Hargame Gipsadu. Barwa Gasavima. Sabaldab Soti. Ja, ja, du bist müde, ist okay. Dann geh jetzt schnell pennen, renn hier rein. Im Bett von Lady schlafen. Hoppi jetzt. Lady entspannt sich nämlich gerade auf einem anderen Bett. Renn. Der quatscht da auch irgendwie mit irgendwas. Das ist jetzt Movia 100 Pro. Aber rangehen. Ja, dann schlaf noch nicht. Und geh noch mal ran schnell. Mal gucken. Wenn das ein Nubia ist, ey, dann kacke ich sie aber auch echt an. Ich muss mich jetzt hier nicht um kurz vor 12 anrufen. Wir haben sie auf der Party vermisst, Nikos. Oh Gott. Nein, nicht entspannen. Du sollst jetzt schlafen. Schnell, 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 schnell. Wir haben dich auf der Party vermisst, Nikos. Hoffentlich kannst du nächstes Mal dabei sein. Zenobia, laber nicht so einen Scheiß, weil du, Goddammit, du warst im Park während deiner Party. Oh, süß. Aber ist auch irgendwie kein Wunder, ja. Ne? Weil, warum sollte man auf seiner eigenen Party sein, wenn man auch in den Park gehen kann? Oh, jetzt haben wir, ist aber echt gut, weil jetzt schlafen alle. Alle Betten sind belegt. Haben wir noch gut hingekriegt. Ja, dann ess was. Wir haben genug im Kühlschrank. Oh, Lady, du erkältest dich doch nur. Lady Red. So, Nikos, jetzt gucken wir mal vor. Festtagsbeleuchtung willst du immer noch. Dann mach mal Hüpfelkästchen raus. Nehmen wir das nochmal rein. Vielleicht kann ich das ja füllen. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Vielleicht können wir das echt mal machen. So, und jetzt können wir erstmal ganz drehen hier. Vorsicht mit den Schneeflocken. Und dann kannst du ja mal was essen morgens. Und zwar Waffeln. Taucht doch. Irgendwer ist ein Nachbar hier irgendwie. Habe ich so das Gefühl? Komisch. Ich habe gerade irgendwie ein Lachen gehört und die anderen waren alle hier drüben. Also von links lachen ich mal sozusagen. Nur jetzt bist du müde. Da ist ein Bett frei. Die Fahrgemeinschaft. Wait, what? What? Ey, da ist man mal 2 Minuten in einem anderen Haushalt. Und dann haben die plötzlich Jobs. Nein. Oh, Spielplatzaufsicht. Oh, das finde ich ja fast süß. Das hat ja alles gar nichts mehr mit der Challenge langsam zu tun, was ich hier immer tue. Aber das finde ich ja fast wieder süß. Das finde ich ja fast süß. Aber das ist doch alles, ist doch abgeschlossen. Upsala. Das ist doch alles abgeschlossen jetzt wegen Nikos, oder? Alle Sims wird diese Tür festlegen. Ja, dann mach mal Lady Red noch. So. Weil ich finde, Lady Red benimmt sich sehr gut. Und ich finde, die darf echt hier so Spielplatzaufsicht sein. Finde ich irgendwie total niedlich. Als Spielplatzaufsicht hast du die verantwortungsvolle Aufgabe, Kinder vor klebrigen Rutschen und Verletzungen zu bewahren. Schnapp dir dein Klemmbrett sowie deine Pfeife und mach dich bereit für jede Menge Spaß im Freien. Machen wir jetzt erstmal. Wenn ihr irgendwie Scheiße findet, dann sagt halt Bescheid, nehmt das raus. Aber Kim No, Kaffeebotin, nein. Also ich würde nicht sagen, dass du das irgendwie hinkriegst, Kim No. Handy. Unnötig krank melden. Arbeit aufgeben. So. Hat sonst noch irgendwer jetzt einen Job bekommen hier? Nein. Ey, es geht so fix. Wahnsinn. Ja, möchte sie. Okay, aber die ist doch voll müde, oder? Ja, na ja, gut, dann wird sie ihren Job wahrscheinlich eh schneller verlieren, als man gucken kann.
So, und wir müssen, wann müssen wir dann zur Arbeit? Ist cool, dass man echt Sims direkt eingeben kann, die die Tür auch öffnen können. 3 Stunden. Charisma haben wir immer noch nicht. Charisma, Laune ist auch schlecht, aber das liegt natürlich, weil wir noch nicht richtig was gegessen haben. Bis 7 Uhr, ja, das kannst du ja ruhig noch machen. Und dann isst du was und dann machst du nochmal Charisma-Gedöns. Genau, wir fahren in 1 Stunde. Die Lady hier rennt zur Bargemeinschaft und hat hoffentlich einen schönen Tag in der Schule. Ach was, und ihre Arbeitsklamotten sind auch rot. Oder hat sie jetzt, was hat sie jetzt da angezogen? Ist das Winterkleidung oder so? Das ist Winterkleidung, ne? Ich wollte gerade sagen, es wäre ein bisschen sehr zufällig, wenn ihre Arbeitsklamotten auch rot wären. Aber wenn ihr ihre Arbeitsklamotten kriegt, dann müssen wir die echt irgendwie hier im Create a Sim-Ding verändern, ne? Weil das muss schon auch rot sein. Ist da nicht schon wieder der Fernseher an? Und keiner guckt, sehe ich das richtig? Ausschalten, dann können wir mal hier so. Was liest du da? Magnetische Anziehungskraft, ja. Nikos, hast du schon wieder voll vergessen, was du eigentlich tun willst? Hier, die Waffeln stehen da. Essen. Dann Charisma. Das ist halt das Problem bei diesen, ich glaube, das ist auch bei diesen Wahnsinnigen, ne, oder so. Da ist es nicht. Ist es nicht beim Wahnsinnigen? Kleider, Entscheidung ohne große Wünsche ergeben nicht immer einen Sinn. Geistesab, da ist es eher. Es kann durchaus vorkommen, dass ich dann irgendwo wiederfinde und sie fragt, wie er da vorhin gekommen ist. Dein Sim kann hin und wieder etwas vergesslich sein. Das ist er ja gar nicht. Irgendwie backt hier gerade ein bisschen was rum. Erst die Party von der Zenovia. Der Schnee, der mir dauernd hier durchs Haus fällt. So, jetzt ist das mal hier. Wir haben doch keine Zeit, Nikos. Deine Fahrgemeinschaft hat bald, aber du willst ja noch ein bisschen üben, dass du zumindest mal einen Punkt da kriegst oder so. Komm, ist in Ordnung, lass den Rest stehen. Nein, noch nicht. Erstmal reden üben. Hopp, jetzt mal beeil dich jetzt nochmal hier. Wer ruft jetzt schon wieder an? Ach so, warte mal. Anrufen. Ach, was? Die schon wieder? Die wollte ich eigentlich, habe ich mir auch vorhin echt überlegt. Die könnten wir ja auch mal anrufen. Also mich in dem Fall. Aber, ich meine, was hat die sich da eigentlich erlaubt? So, dann war es jetzt mit dem Charisma. Aber man sieht es auch gar nicht mehr. Ich wollte gerade gucken, wie viel es überhaupt noch die Anzeige da ist. Hopp, du musst jetzt gleich in die Arbeit. Geh jetzt mal an dein Handy. Was will die jetzt? Ja, wir plaudern kurz mit dir ein paar Minuten. Aha, ja. Du warst gestern im Park, seh ich das richtig? Ich wollte nämlich kommen. Ja, ich, weißt du, das ist alles nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also so gar nicht. Aber weißt du, diese, da waren so Diamanten, die habe ich im Park gesehen. Ja, echt? Wirklich? Also ich meine, ehrlich? For real? Ja, wirklich. So, jetzt, Ende jetzt hier. Komm. Ob jetzt zur Arbeit, der Fahrgemeinschaft ist gleich weg. Scheiß auf die Diamanten im Park jetzt. Esst mal meinen Rest auf. Fahrt mal wieder hoch, Leute. Ja, ist in Ordnung. Es schneit immer noch. Goddammit. Normaler Betrieb. Nee, Kollegen treffen weiterhin. Wir haben ja irgendwie erst einen Kollegen getroffen. Ja, es ist in Ordnung. Karriere, ja, Charisma ist halt nicht so pralle jetzt hier. Aber unsere Laune müsste eigentlich, unsere Laune sollte doch, naja, gut, dass da, das wird sich ja hier gleich in der Arbeit erledigen. Mal ein bisschen schneller. Hygiene, ja, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Was? Nein. Ja. Aber anscheinend scheint Zenobia Interesse an zu haben, sonst würde sie ja nicht dauernd anrufen. Es schaut doch keiner schon wieder. Also, hört doch. Was? Ist hier schon wieder los? Wäsche waschen. Können wir eigentlich theoretisch auch. Jetzt machst du wieder an, aber. Ach nee, das Ding ist an. Ist okay.
Ist okay, ist okay. Werden wir denn schon befördert? Oder? Mit wem telefonierst du? Und warum will ich einen Vampir treffen? Ach, das ist das. Okay. Verbessere deine Athletikfähigkeiten um ein Level und kehre ins Stadion zurück um den Geldbeilpreis. Nein, du tust gar nichts einfach. Hattori Kimura auf der Arbeit kennengelernt. Aha. Wer ist das? Unsere Freunde von der Polizeiwache können, also Aktenvernichter. Unsere Freunde von der Polizeiwache könnten eine Menge darüber lernen, wie man in der Öffentlichkeit gewisse Vorkommnisse verschweigt. Da die Polizei in dieser Hinsicht versagt hat, musst du jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen. Bring die Beweisdokumente zur Polizeistation, damit sie vernichtet werden können. Für deine Hilfe in dieser Angelegenheit erhältst du eine Gehaltserhöhung. Also beeil dich. Bring die Dokumente zur Polizeiwache, bevor die Zeit abläuft, um eine Gehaltserhöhung zu erhalten. Belohnung erhöhen. Belohnung erhöhen. Ja, klar. Und wer ist jetzt diese Dingsi-Bumsi da? Da, diesen Vampir. Und darum will ich einen Vampir. Tori Kimura. Das darf doch nicht wahr sein. Und die ist auch sogar ein Star. Das müssen wir irgendwann mal ändern, wenn wir die mal sehen. Und du willst keinen Vampir treffen. Oh, Lady ist auch wieder zurück. Der scheint es mir nicht so gut zu gehen. Madison van Batzen ist ihre Chefin. Warte mal, die da ist das nicht? Jamie Jolina. Die war auch noch nie ein Vampir eigentlich, oder? Theoretisch. Okay, die ratzt irgendwo. Und wo bitte? An der Schule direkt? Da ist Kompliment anhören. Von wem? Von Mortimer? Nee, von wem? Von Paparazzi. Oh, 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 lass mich. Snob. Okay. Lady, geh mal wieder heim, ne? So. Hier ist, die ganze Schule ist eine Vampirschule. Kann ich mal Nikos? Der geht jetzt auch hoffentlich heim. Crazy, crazy Sache. Ganze Vampir, alles verquer hier läuft da was. Lady soll jetzt mal wieder nach Hause kommen, weil irgendwie. Was macht die hier? Magna. Okay, jetzt bist du fertig. Ja, dann komm jetzt nach Hause. Schneide mal noch. Guckt da jemand? Ja, guckst du. Dann ist okay. So, du kommst nach Hause. Du kommst auch nach Hause. Ach, halt. Stopp. Bis wann müssen wir das? Letzte Frist Samstag. Ah, okay, haben wir Zeit. Dann können wir erstmal heimgehen, locker flockig. Mit Nick sprechen. Du kannst jetzt erstmal Spaß und so. Du duschst jetzt. Ich wollte gerade ein Bad nehmen, aber duschen. Kann die da mal weitermalen, bitte? Ich möchte nämlich auch. Oh, der Kerl ist da. Und dann müssen wir mal reden. Eben. Warum fahren wir mit dem Taxi? Ah, weil ich zu schnell geklickt habe, bevor er. Ja, alles klar, dann ist er einfach mal aus seiner Fahrgemeinschaft ausgestiegen und. Und? Wie war es in der Schule? Anscheinend. Lady Red. Ist das deine Arbeitskleidung, Lady Red? Kann das möglich sein? Ja klar, von einem Raum einfach in den nächsten. Superklasse. Erstmal einschlafen jetzt, ne? Na komm. Leg dich mal kurz auf den Boden. Der ist doch so weich. Hi. Gute Nacht. Oder noch nicht. Okay. Hat die eigentlich irgendwie ein bisschen blaue, oder? Joblevel ist höher gestiegen. Was ist bei mir eigentlich? Genau so. Was ist hier mit der. Was war hier gerade mit der Textur? Wahrscheinlich wegen der Lampe, die da hängt, ne? Ja. Von mir schon wieder klingt mein Hintern. Ja, geh halt mal ran. Ach, er ist es. Ja, können wir schon reden mit ihm? Ja, wir wollten ja nicht mit ihm reden. Schade, wir haben ja einen Wunschschuh offen gehabt. So, und dann reden wir aber mit uns hier. Lady Red, was ist mit dir passiert? Ich glaube, sie wird jetzt gesund durch ihren Job und so und sie mag Rot gar nicht mehr so gerne. Und irgendwie auch alle anderen nicht so richtig. Ich meine, sie soll schlafen gehen und nicht hier irgendwie verklemmt, fair rumgucken.
Halt, stopp, jetzt rede ich. Du hast doch nicht mich gegen quer. Ja, dann geh doch jetzt. Du hast echt einen anstrengenden Tag gehabt. Mensch. Halt, warte mal, schaut überhaupt noch jemand? Ja. Komm mal, wir machen es schneller. So, einen Punkt haben. Und dann muss ich mal gucken, ganz kurz, wie groß jetzt die Datei ist. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, den Schnee hier aus dem Spiel zu lassen. Oh, Lady. Du musst doch jetzt nicht... Ich finde das toll, dass du so viel Haus... Ach nee, du gehst jetzt echt baden. Oh, schlaf bitte nicht ein. So, mal hier einen Punkt voll kriegen. Charmant begrüßen. Mhm. Nikos möchte ein fantastischer Unterhalter und ein bekannter Salonlöwe werden, der sich darauf versteht, in wichtigen Situationen stets das Richtige zu sagen. Nikos muss auf die Sims in der Nachbarschaft zugehen und ständig seine Kontakte pflegen, um Charisma aufzubauen. Okay. Apropos, wir wollen immer noch der Dings ein Baby in den Bauch setzen. Fällt mir gerade wieder ein. Es ist spät Abend. Vielleicht fahren wir mal bei ihr vorbei. Aber vielleicht sollten wir vorher mal was essen. Willst du essen? Herbstsalat? Wollen wir der überhaupt Baby in den Bauch setzen? Ich meine, die wird bald bestimmt ein alter Knacker werden. Und dann sieht das Baby denn zu Hause, ne? Ich kann das ja ab und zu besuchen. Ich bin ja hier leider gefangen. Da sitzt keiner mehr, also tschüss. So, jetzt mache ich aber ganz kurz mal hier, ganz kurz Pause und speichere mal ab und dann gucke ich mal, wie groß jetzt die Teil geworden ist. Ich nehme sogar schon länger auf, Wahnsinn. Bis gleich. Oh, guten Morgen. Bist wieder wach. Schön. Schön, also wie tief jetzt der Schnee halt auch ist, ne? Und es ist schön, dass es nicht mehr schneit. Das freut mich. Und dann können wir mal wieder hier, können wir auch die gleich geben. So, muss jetzt nicht reinholen. Wer spielt hier schon wieder? Also das Klavier hat sich dermaßen gelohnt, das ist der unglaubliche Wahnsinn. Und hier steht einfach nichts, weil ich das ausgestellt habe. So, und dann kannst du nämlich, du bist zwar müde, du kannst aber nochmal die Zeitung lesen. Ah, oh Gott, ich habe ja gerade ganz vergessen, aber es ist ja bis Samstag geht das ja. Okay, Fähigkeit 4. Ja, warum nicht? Sie schläft. Ja, schmeißt alles auf den Boden. Ey, ist okay, Leute, alles ist in Ordnung. Wir können mal eine Schneeballschacht machen, wenn ihr jetzt alle rausgehen möchtet, so wie es aussieht. Habt ihr das doch alle vor? Oder? Nicht? Ja, du bist müde. Jetzt lese nochmal schnell die Zeitung und dann kannst du auch schlafen gehen. Das Geräusch hier von den umziehenden Leuten ist ja auch so beruhigend. Ich glaube, das liegt hier an diesem Tor. Man müsste es mal ändern. Mal normales... Was ist mit diesem Fenster hier los? Ich meine, ganz ehrlich jetzt, Leute. Er kommt da nicht lang. Was, wo will er denn hin? Will er denn aufs Klo gehen? Muss er denn aufs Klo? Nein, eigentlich nicht so wirklich. Aber jetzt geht er da auch rein. Dahin. Hm. Was macht ihr jetzt da? Du bist doch... Ach, da kriegst du einen Schlafplatz natürlich. Aber du bist doch müde, Mensch. Ja, ja, genau. Samstag, Dingsbums, Dingsbums, wissen wir schon. Nikos, wo bist du eigentlich? Ach, da bist du. Hast dich hingesetzt. Susan hinterlässt... Kennen wir das schon? Nee, ne? Susan hinterlässt Vermächtnis der Liebe. Nach einem langen und erfüllten Leben ist Susan Wainwright gestern friedlich für immer eingeschlummert. Susan Wainwright war eine berühmte Künstlerin. Ja, ja, bestimmt. Boyd hinterlässt. Es sterben alle weg und niemand wird geboren. Wir sollten der vielleicht echt noch ein Baby machen. Boyd Rain. Aber ist eigentlich auch schlimm, ne? Oh, warte mal, jetzt Pause. Wenn wir der jetzt ein Baby machen und die wird ein alter Knacker, ich meine, das Baby bleibt ja bei ihr wahrscheinlich. Außer ich hole das Baby bei mir hier hin, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Obwohl, könnte auch viel Erfahrung dem Baby bringen, wenn hier ein Baby bei uns in der Wohnung wäre. Aber ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Und macht auch irgendwie keinen richtigen Sinn. Und dann, wenn dann meine alte Knackerfrau dann irgendwann stirbt, dann ist sie ja da mit dieser bekloppten Familie da. Ich will da eigentlich... Ich bin echt am Überlegen. Vielleicht könnt ihr mir mal schreiben, ob wir da jetzt noch ein Baby in den Bauch drücken oder nicht. Weil ich glaube, wir müssen uns echt beeilen.
Boyd hinterlässt vermissen die Liebe. Boyd Wainwright, okay. Okay, krass. Also gleich einfach mal die Frau und der Mann zusammen gestorben. Doppel Selbstmord. Cornelia hinterlässt Vermächtnisliebe. Cornelia Grusel ist gestern anscheinend auch gestorben. Okay, irgend so ein Pferdkack. Hotspot, ja, Hotspot ist die Schinderei, das ist klar. Da müssen wir nicht zusehen. Okay. Du bist müde? Ja, komm, hau dich mal hin hier. In dein Bett geht nicht, da liegt schon jemand. Henry, das sah gerade aus, als wäre da ein Vampir drin. Oh, ess doch nicht immer irgendwelche Fliegen. Und du mal das Bild da weiter. Das können wir verscherbeln, sonst muss ich es wegwerfen. Scarlett, fahr mal wieder hoch. Und du solltest endlich jetzt mal runterfahren. Du musst bestimmt morgen... Ach nee, morgen, heute... Nein, morgen ist Feiertag. Sehe ich das richtig? Startet in 10 Stunden. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Startet in 11 Stunden. Das ist ja Blödsinn. Morgen ist auch Feiertag. Morgen wird gar nichts hier starten. Das heißt, wir haben auch Zeit, Charisma aufzubauen, was ganz gut ist. Vielleicht macht er irgendwie... Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir eine Party machen, aber ich... Weiß nicht, ob ich hier irgendwelche Leute eigentlich zu mir nach Hause einladen möchte. Manchmal hängt das Spiel ganz komisch. Sie ist schon wieder so. Okay, jetzt geht's wieder. Das Schwarz war gerade schon wieder so komisch. Schau mal hier von den Schneeflocken weg, es schneit schon wieder. Spaß. Ja, komm dann hier, werf das echt mal weg. Das hat doch keinen Sinn. So. Stillleben mal. Da müssen wir da wieder. Ah, jetzt fängst du. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Jetzt fängst du an zu malen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Warum malst du jetzt nicht einfach weiter? Willst du jetzt immer irgendwas dahin hängen? Das ist doch nicht dein Ernst. Nein, du kochst nicht, finde ich gut. Mit Sonnenbrille im Bett, auch geil. Aber wenigstens schläft sie endlich mal. Und sie auch. Was? Ach, das ist wegen dem Dingsbums-Teil. Ich dachte, irgendwer ist schwanger oder so. Lady hat ein bescheidenes Urlaubsgeld von 556. Wow, gut, dass wir ihren Job nicht gekündigt haben. Aufgrund des schlechten Wirtschaftsjahres hat Nikos kein Urlaubsgeld bekommen. Okay. Der Schneeflockentag ist herangenaht. Teile beim Winterfest eine freundschaftliche Geste mit deinen Nachbarn, Freunden oder sogar einem Fremden. Heute ist der Tag, um Festtagsfreude zu verbreiten. Ja Mensch, dann würde ich doch mal sagen, wir können endlich mal unser Haus schmücken, auch wenn das wir gar nicht mehr als Wunsch drin haben. Eine Geschenkparty veranstalten. Wenn ich das reinnehme, dann muss das so laufen, ne? Ich lasse es jetzt mal so, ich mache es jetzt nicht. Aber ich habe gerade überlegt, vielleicht mache ich jetzt hier erstmal einen Stopp und Cut. Und ihr sagt mir mal, wie das jetzt hier mit Liane Landgraf weitergehen soll. Denn jetzt ist ja heute echt dieser Schneeflockentag. Man könnte ja echt mal in den Stadtpark gehen, mit der irgendwie irgendwas Winterliches machen. Man könnte ihr das Haus schmücken. Und wir könnten sie auch, also jetzt mal davon abgesehen, ob wir ein Baby in den Bauch drücken. Aber das wäre auch interessant zu wissen. Festtagsjubel. Ob wir da, also das wäre natürlich auch interessant zu wissen, aber ob wir ihr vielleicht jetzt so zu Weihnachten am Stadtpark einen Heiratsantrag machen wollen? Vielleicht könnt ihr mir ja, ich weiß ja, dass es doch ein paar Leute auch schauen, vielleicht könnt ihr mir ja da mal sagen, ob wir hier sowas Romantisches haben wollen. Ja, sag mal Bescheid und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich auf zahlreiche Antworten und bis dahin. Tschüss.